Hallo liebe Freunde meines Kanals, hallo liebe neue Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast und zwar geht es hier in meinem Podcast um DIY-Produkte. Ich habe eine Menge Zeit während der Woche, denn ich bin nicht mehr berufstätig, das lässt mein Alter schon gar nicht mehr zu und deswegen bin ich sehr damit beschäftigt, zu häkeln, zu nähen, zu stricken, alles das, was mir Spaß macht. Und die Produkte, die ich dann herstelle, die möchte ich euch gerne freitags in meinem Podcast vorstellen. Es geht nicht nur um wollige Sachen, es geht also auch um Sachen aus Papier, aus Stoff und zum anderen geht es auch um den Tee, den ich trinke. Ich bin leidenschaftliche Teetrinkerin, das wissen die alten Hasen schon. Und ich erzähle euch jede Woche, welchen Tee ich mir gekocht habe und möchte euch dazu anregen, selbst ja einmal Tee zu kosten, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Und vor allen Dingen möchte ich euch dazu anregen, gerade jetzt, wenn das Frühjahr beginnt und der Sommer kommt, dass ihr euch selbst Kräuter sammelt und sie trocknet, damit ihr einen schönen Vorrat im Winter habt. Heute habe ich mir den Hagebuttentee gekocht und habe ihn gemischt mit Weißdornbeeren. Also im Herbst wurden bei meinen Spaziergängen die Beeren gesammelt, nach Hause getragen, gewaschen, wurden ein bisschen gefegt. Das heißt also, bei den Hagebutten habe ich das Sträußchen oben abgeschnitten. Dann habe ich die Beeren einfach auf ein Tablett gegeben und habe sie mehrere Wochen trocken lassen, dann gemahlen. Und jetzt brühe ich mir ja mehrfach in der Woche diesen Tee auf. Der schmeckt eigentlich sehr gut. Mir schmeckt der besser als der gekaufte Tee in den Teebeutel. Der enthält oft so viel Säure. Und ich finde diesen Tee, den ich hier selbst gesammelt habe, den finde ich säurearmer und der ist für mich eigentlich bekömmlicher. So, jetzt komme ich zu den Sachen, die ich diese Woche gefertigt habe. Möchte es aber nicht versäumen, dass ich eben viele Dinge in die Kamera halte, die ich gekauft habe und auch selbst bezahlt habe, für die ich zwar Werbung betreibe, könnt ihr euch also dazu anregen, dass ihr euch die Sachen selbst auch kauft, aber es ist keine bezahlte oder beauftragte Werbung. Also alles, was ich euch zeige, wird also nicht von irgendeiner Firma finanziert. So, in der letzten Woche, da hatte ich euch in dem Podcast eine Anleitung gegeben, wie man Projektbeutel näht. Und diese Projektbeutel, die waren ja teilweise nur angefangen, die zeige ich euch jetzt im fertigen Zustand. Und zwar hatte ich ja einen der Beutel, hatte ich verschenkt und den zeige ich euch jetzt zuerst. Ich hatte also einer Frau, einer Zuschauerin, einer Abonnentin, hatte ich gesagt, ja, ich nähe einen oder ich habe es ihr geschrieben, ich nähe dir einen Beutel und das habe ich dann auch getan. Ich hatte noch einen Stoff, auf dem Schafe abgebildet sind. Und diesen Stoff, den habe ich jetzt eingefasst mit einem grünen Stoff, habe ein bisschen Spitze dran genäht, habe die Vorder- und die Rückseite des Beutels bestickt. Auf der einen Seite, da kann die Dame kann schon an ihren Initialen erkennen, für wen der Beutel gedacht ist. Und dann habe ich diesen Beutel verschlossen mit einem Baumwollband. Das Baumwollband, das bekomme ich immer von einer Firma, die Kleidung herstellt und bei der ich manchmal bestelle. Und da sind die
Ja, diese Bekleidungsstücke, die sind mit diesem Baumwollband eingebunden. Und das Band verwahre ich immer, bügele es und gebe es hier in diesen Tunnelzug rein. Also, meine Liebe, dieser Beutel, der wird dich jetzt bald erreichen. Den bringe ich morgen zur Post und ich hoffe, dass er dann am Samstag oder spätestens am Montag bei dir angekommen ist. Viel Spaß damit. Du hast ja geschrieben, dass du dich doll freust und ja, die Freude, die liegt auch an meiner Seite. Ich bin ganz froh, wenn ich mal jemandem, auch den ich nicht kenne, ja, eine Freude machen kann. So, der andere Beutel, den ich das letzte Mal auch angefangen hatte in dem Podcast, den zeige ich euch. Das war ja der dunkelblaue. Da habe ich oben eine Zackenlitze zur Verzierung dran genäht und habe dann überlegt, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn hier oben zu den Röschen ein passender Rosenstoff, da habe ich dann noch ein Täschchen dran genäht. Und ich will mal sehen, wem ich diesen Beutel zukommen lasse. Also, es gibt ja mehrere Freunde, die ich habe, die auch stricken und die werden sicher froh sein, wenn sie auch einen Beutel geschenkt bekommen. So, der andere Beutel, den ich letztes Mal begonnen habe, den habe ich ganz einfach gelassen, weil mir die Stoffe auch so gut gefielen, passen so gut zueinander. Schaut mal, das Futter, das ist also unifarben oder hat nur ganz, ja, so ist so ein bisschen in sich gemustert. Dann gibt es den Stoff mit den dunklen Stoff, mit den Blümchen, mit den hellen Blümchen und passend dazu habe ich dann hier oben für den Tunnelzug einen etwas helleren Stoff gewählt, sodass der Beutel also jetzt zwar einfach ist, aber der wird seine Funktion zeigen. So, und wie es der Zufall will, ich habe mich am Samstag mit meiner Freundin getroffen und sie brachte dann aus einem Koblenzer Geschäft, in dem ich auch sehr gerne einkaufe, brachte sie eine Stofftasche mit. Und zwar enthielt diese, die zeige ich euch jetzt einmal, und zwar war das das i-Tüpfelchen. Und zwar hatte sie geschenkt bekommen eine Kreativtüte. Und in dieser Tüte, ich habe jetzt was anderes da reingegeben, in dieser Kreativtüte, da war eine Anleitung für eine gute Launetasche. Ich zeige mal jetzt hier, da könnt ihr euch auch, die haben also auch einen Online-Versand, sodass, wenn es euch interessiert, ihr euch auch diese Kreativtüte bestellen könntet. Und was jetzt aus dieser Kreativtüte, also aus dem Inhalt, aus dem Stoff entstanden ist, das ähnelt meinen Beutel, ist halt nur größer. Ich zeige es euch einmal. Es ist ein wunderschöner Stoff, dann ein passender Futterstoff drin gewesen, eine Kordel. So, hier habe ich allerdings, hier ist noch eine Öffnung frei hier oben, das habe ich nicht ganz zugenäht. Da wird sich meine Freundin also Lederhenkel anbringen. Und ihr seht, die Tasche, diese gute Laune-Tasche hier mit diesen tollen Motiven, die ist also wirklich besonders schön geworden. Und die Stoffe, die könnt ihr eben dort einkaufen. Und zwar sind es, der eine Stoff ist aus King of the Jungle, also so heißt der Stoff, King of the Jungle, und der ist von, das ist also ein Digitalprint und stammt von der Firma, jetzt muss ich gerade gucken, PT. PT, also Prestigious Textil.
Ich halte es euch mal in die Kamera. Das ist also der Digitaldruck für die Außenseite. Und dann der Futterstoff, der ist von Kimberly Clyde. Ich hatte das hier etwas abgeschnitten. Ich hoffe, ihr könnt es noch lesen. Also Kimberly Clyde. Und die Anleitung für diese Tasche, die kann ich euch leider nicht geben. Im Prinzip ist es ja genau oder ähnlich genäht wie meine Projekttasche. Allerdings, wenn ihr also so einen Kreativbeutel bestellt, da gibt es also die Anleitung, da sind dann die Maße drin. Aber so von der Art zu nähen, ist das genau wie bei meinen Taschen. Also ich meine, sie schreiben zwar, die Firma schreibt eben, dass man diese Anleitung nicht weitergeben darf. Kann ich ja auch verstehen, soll ja auch, tue ich ja auch nicht. Aber, also ich lese euch jetzt mal eben vor, was da steht. Ich finde das jetzt gerade nicht. Also man darf es eben, die Kreativtüte, die ist mit viel Liebe und Hingabe von uns erdacht und somit durch das Copyright geschützt. Doch unsere eigentliche Herzensaufgabe ist die Auswahl der passenden Stoffe und Materialien. Also ich habe euch jetzt das fertige Produkt gezeigt und ja, im Grunde habe ich ja Werbung für die Firma jetzt gemacht und da dürften sie ja eigentlich nicht böse drüber sein. So, die Beutel, die habe ich im Laufe der Woche, habe ich die genäht und zwischendurch habe ich weiter gestrickt an meinem Knotenloop. Also, von dem ich euch auch ja die Anleitung nicht geben darf, aber ich hatte euch ja schon gezeigt, wo ihr die Anleitung kaufen könnt, also bei wollopus.de, Knotenloop. Und ich habe den gestrickten Part bald fertig. Also es fehlen noch, ich habe eben mal nachgemessen, etwa 40 cm. So, und dann geht es nämlich weiter. Dann muss ja diese Schnecke, die muss irgendwie aneinander gebracht werden, zusammengefügt werden. Das findet ihr aber auch in der Anleitung. Aber ich finde, es ist auch schon ein Genuss, diese Schnecke anzusehen. Gerade jetzt, die Tage heute, war es ja ganz schön, gab es ja sogar Sonne. Aber jetzt gerade in den trüben Tagen, da habe ich mich also erfreut, wenn ich das hier in dieser Schüssel mir anschauen konnte. So, und weil es eben draußen so trüb war, kam mir am Samstagnachmittag die Idee, ich könnte noch mal wieder 100 Gramm Wolle färben. Ich hatte nämlich noch liegen Wolle von Schachemeier in Naturfarbe, einen Strang zum Färben. Und den habe ich dann einmal gefärbt und zwar ganz bunt in Regenbogenfarben und den führe ich euch jetzt einmal vor. Schaut mal, sieht der nicht toll aus? Also, ich habe ja jetzt hier dieses schwarz-weiße Tuch an, denn ich war eben, war einer Beerdigung gewesen, also ich drehe den Podcast jetzt nicht am Freitag, sondern schon Donnerstagabend. Und deswegen hatte ich dieses schwarz-weiße Tuch an. Und jetzt, schaut mal, wenn ich jetzt hier diesen Strang Wolle mir umlege, wie toll das aussieht. Also schwarz, dann wo Blau und Magenta aneinander geraten, da wurde es lila. Ich finde, beim Gelb, da hätte ich ein bisschen mehr nehmen können. Dann das Orange. Also, sieht doch schon jetzt schick aus. Ich
will mal sehen, was ich daraus mache. Also auf jeden Fall irgendetwas, um die Kleidung aufzupimpen. Und ja, dieses Wollfärben, das macht mir einen solchen Spaß. Ja, vielleicht deswegen, weil man es auch nicht genau kalkulieren kann. Ich bin ja kein Profi da drin, so wie vielleicht die Kiwi oder die Heike. Und deswegen sind das bei mir Zufallsprodukte und ich bin da ganz begeistert davon. Also es macht mir enormen Spaß. So, und weil es gerade so schön farbenfroh war, zeige ich euch jetzt noch ein Teil, das auch diese Woche entstanden ist. Und zwar ist es ein Loop. Der gestrickt ist, schaut mal hier, aus einem Buch, das also käuflich zu erwerben ist, und zwar ist es von Woolly Hooks, das Buch Boppelstricken, der Loop Herbstzeitlose. Also gestrickt ist dieser Loop nur halb so groß, wie er dort in dem Buch angegeben ist, weil ich finde, es reicht mir also. Mir selbst, ich könnte ihn wirklich auch doppelt um den Hals legen. Schaut mal, das würde mir auch noch genügen. Und deswegen, also noch länger, doppelt so groß den zu stricken, fand ich jetzt für mich als kleine Person doch sehr ungünstig. Und zwar ist er gestrickt aus einem Bobbel, und zwar Katia Springs Rainbow enthält 50% Cotton, also Baumwolle, und 50% Acryl. Und das Muster, wie gesagt, findet ihr in diesem Anleitungsbuch. Das hat sich also so weggestrickt, schon ganz toll. Ich habe mir also da nicht allzu viel Mühe geben müssen, weil das Muster sich ja immer regelmäßig wiederholt. Und ich finde die Farbzusammenstellung, die finde ich einfach nur gelungen. Und dadurch, dass das Muster auch so ein bisschen versetzt ist, lässt sich der Loop auch auf so viele Arten tragen. Also man könnte ihn sogar, finde ich, also über den Kopf, könnt ihr ihn vorne übereinander schlagen und unter einer Jacke tragen. So, jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen von meinem Buch, das ich gehört habe diese Woche. Und zwar war es das Hörbuch von Manuela Inusa. Und zwar hat sie eine ganze Serie von Büchern geschrieben und hier war es der Band 4, der heißt Das wunderbare Wollparadies. Manuela Inusa ist 1981 in Hamburg geboren und lebt auch dort mit ihrem Mann und zwei Kindern und sie schreibt vorwiegend das, was ich eigentlich am liebsten lese, Love Stories. Also moderne Love Stories. Und ich finde dieses Buch, der wunderbare Strick oder das wunderbare Wollparadies, finde ich deswegen so schön, weil sie die einzelnen Charaktere der Protagonisten so schön beschreibt, so liebevoll beschreibt. Und ja, es geht grob darum, dass eine Frau, sie heißt Susan, hatte mehrere Erlebnisse in ihrem Leben gehabt, in ihrem jungen Leben, die wirklich sich traumatisch ausgewirkt haben. Und sie hat durch Zufall, also sie ist Modedesignerin, und sie hat sich dann überlegt,
dass sie sich selbstständig machen will und einen Wollladen eröffnen möchte. Und sie lebt in Oxford und sie kam durch Zufall in eine Straße, und zwar in die Valerie Lane. Valerie ist ja ein Vorname, und der Name Valerie, der erinnerte sie an jemanden, den sie wirklich sehr liebte. Und ja, sie eröffnete dort den Wollladen, und in dieser Valerie Lane, da gab es also mehrere so Einzelhandelsgeschäfte. Da gab es zum Beispiel ein Teegeschäft, da gab es ein Blumengeschäft, dann ein Antiquitätenladen, eine Schokoladerie. Und die Leute in dieser Valerie Lane, die also die Ladenbesitzer waren von den einzelnen Geschäften, die waren alle miteinander befreundet, und sie hat sich in der Gesellschaft dieser Leute richtig wohlgefühlt. Also es gab jede Woche ein Treffen, wo die Ladenbesitzer sich zusammengesetzt haben und ja auch Vorhaben geplant haben, zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt, und wo sie sich also ausgetauscht haben, auch sich also ihre Geschichten erzählt haben, ihre Erlebnisse mitgeteilt haben. Und Susan, ja, sie beteiligte sich sehr an den Gesprächen, aber sie hielt sich damit zurück, über ihre Erlebnisse zu erzählen. Und nach ihren Erlebnissen, die sie hatte, hatte sie sich auch geschworen, dass sie also ein bestimmtes Vorhaben verfolgt. Ja, und im Laufe dieser Geschichte, da wird ihr Vorhaben völlig über Bord geworfen. Also sie kann nicht anders, als ihre Vorsätze über Bord werfen. Und wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, also Manuela Inosa schreibt gerne Liebesgeschichten, und auch das hier ist eine Liebesgeschichte, ja, die mir richtig gut gefallen hat. Es hat mir richtig Spaß gemacht, diese Geschichte zu hören. Normalerweise gehe ich abends recht früh zu Bett, und weil ich immer noch etwas lese oder noch ein bisschen, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr auf meiner Instagram-Seite seid, dann schaue ich immer noch mal in Instagram rein. Aber gestern Abend war es so, dass also die Geschichte, dieses Buch zu Ende ging, und dann habe ich es also vorgezogen, noch ein bisschen aufzubleiben, um das Ende dieser Story zu hören, diese Love Story zu hören. Ja, heute war ich in meinem Garten und habe mir meine ersten Blumen gepflückt. Ich halte sie mal in die Kamera. Also ich habe mich wirklich zurückgehalten. Ich habe nur ein paar dieser schönen Klöckchen gepflückt, weil es mir zu schade ist, die abzupflücken, denn die halten ja in der Vase nicht sehr gut. Aber ich habe auch schon gesehen, dass meine Pfefferminzpflanzen sprießen. Also ich habe die ja im Herbst, die Pflanzen alle abgeschnitten, und siehe da, also der Frühling, der ist nicht mehr weit. Wenn wir diesen Monat überstanden haben, dann geht's wieder los im Garten, und da findet man wieder einige schöne Gewächse. Also tröstet euch, die Tage werden schon länger, das habe ich gestern Abend gemerkt. Ich habe nämlich auf der Fensterbank solche Sonnengläser stehen, und
In der vorigen Woche, da wollten die abends gar nicht leuchten, also die hatten so wenig Tageslicht bekommen. Und gestern Abend ging ich zufälligerweise hier an meinem kleinen Zimmer vorbei und sah, wie alle Sonnengläser leuchteten. Das ist also ein Zeichen dafür gewesen, dass viel mehr Tageslicht ins Fenster schien und, ja, und meine Lampen zum Leuchten gebracht haben. So, liebe Zuhörer, ich bin zwar jetzt erst 25 Minuten beim Podcast, aber so allmählich gehen mir die Themen aus und werde ich mich von euch verabschieden. Diese Woche mache ich das mit dem Video mal ganz anders als sonst. Ich habe in der vorigen Woche meinen Enkel gebeten, dass er mir mal zeigt, wie ich alleine dieses Video hochladen kann. Und ja, da werde ich mich, deswegen habe ich den Podcast auch schon heute Abend gedreht, da werde ich mich morgen früh, wenn ich also noch frisch bin, dann werde ich mich daran versuchen. Und wenn es dann nicht klappt, dann nehme ich an, dass mein Enkel mir dann nochmal hilft dabei. Denn ich möchte schon auch noch ein bisschen selbstständig bleiben. Und ich möchte ihm einfach auch ein bisschen Freizeit gönnen, denn er hat ja in der Schule jetzt ganz schön zu tun. Und da ist das ganz gut, wenn man dann auch mal sagen kann, du brauchst diese Woche nicht. Nur wenn ich also ein Video drehe, das aus mehreren Teilen besteht, dann ist es ja von Vorteil, wenn er dann ja vielleicht auch Patzer rausschneidet und wenn er die Einzelvideos aneinanderfügt. Also dazu fühle ich mich noch nicht in der Lage. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Eine andere Sache, die ich diese Woche oder jetzt schon seit ein paar Wochen mache, also es wurde von einer Sozialstation in Zusammenarbeit mit einer Krankenversicherung wurde ein Online-Kurs für häusliche Pflege angeboten. Und es ist jetzt zwar nicht so, dass ich jetzt ja direkt damit konfrontiert wäre, aber ich hielt also dieses Angebot, das hielt ich also wirklich für sehr passend und ja, ich höre mir eben diesen Online-Kurs an. Da werden auch einige Tipps gegeben, die man auch selbst, wenn man im Alter ist, dass man also weiß, wie man sich in bestimmten Situationen auch helfen kann. Und ich fand eigentlich diese Online-Schulung, finde ich, sehr gut. Und zwar wurde die erst einmal jede Woche zweimal ausgestrahlt, immer 2 Stunden. Und ab jetzt bis März jede Woche einmal. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in den anderen Städten, dass es also auch dort diese Angebote gibt. Also nur mal so als Anregung, man sucht ja immer irgendwelche Beschäftigungen, gerade wenn man in dieser jetzt im Moment doch schwierigen Zeit das Haus weniger verlässt und weniger Kontakte auch hat. Da finde ich solche Online-Schulungen eigentlich sehr gelungen. Ich habe auch jetzt gesehen, dass es also auch fürs Stricken gibt es also auch oft solche Online-Schulungen. Da habe ich bisher noch nicht mitgemacht, aber eventuell werde ich mich also da mal drum kümmern und werde vielleicht mal sehen, wie ich meine
Kenntnisse da noch ein bisschen erweitern kann. Denn letztlich bin ich ja auch Laie. Wenn ich euch auch einige Sachen zeige, die ich so herstelle, aber im Grunde ist das ja alles nur ja, laienhaft. Es ist also nicht professionell. Und es gibt, wie gesagt, professionelle Leute. Also ich denke jetzt zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade auch niemand ein, aber es gibt wirklich Leute, die ja beruflich sich gerade mit Strickmuster beschäftigen, und von denen kann man ja eine ganze Menge lernen. Also schaut euch um. Ihr werdet also auf YouTube werdet ihr einige Sachen finden, die euch weiterhelfen, wenn ihr noch nicht so gut stricken könnt. Ich werde jetzt zwar selber auch das, was ich kann, nochmal in kleine Videos packen und werde euch die zeigen. Aber wie gesagt, es gibt ja wirklich die großen Designer, die genau wissen, wie man sich Schnitte für seine Stricksachen anfertigt. Und das kann ich euch nur empfehlen. Eine Sache wollte ich euch heute nochmal zeigen. Und zwar, ich bin also mit diesem Tuch hier, was ich schon mal euch gezeigt habe, das Tuch Lavastrom, noch nicht zu Ende. Ich habe also noch Wolle und das wird noch viel größer werden. Und da habe ich das Bobbelmuster gestrickt. Und wie das geht, das könnte ich euch ja gleich einmal zeigen. Schaut mal, es sieht so schon ganz schön aus als Schal. Und ich werde es aber jetzt hier noch vergrößern. Das ist also eine Anleitung, die ich mir selbst ausgedacht habe. Und die werde ich euch auf jeden Fall ja, auf meinen Kanal hochladen. Wie das Bobbelmuster geht, das zeige ich euch jetzt einmal. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier hinbekomme. Ja, das hier ist die rechte Seite. Und zwar strickt man auf der Vorderseite, also die erste Masche hebe ich ja immer aus. So. Und auf der Vorderseite, da mache ich dann jetzt eine Büschelmasche. Und zwar geht das also folgendermaßen. Ich muss das jetzt mal ein bisschen näher halten. Ich versuche es mal mit links zu stricken. Also, dann hier schaut mal, man geht also zwischen die beiden Maschen, holt sich den Faden jetzt gar nicht so einfach, holt sich den Faden und geht dann noch mal in die Masche und nimmt wieder den Faden. So dass man hier eine Büschelmasche hat. So, jetzt strickt man die nächste Masche links. Moment. Ja, falsch zu stricken, das ist ja fast unmöglich. Nee, ich kann es euch nicht zeigen. Ich muss euch ein eigenes Video dazu hochladen. Es klappt nicht. Ich dachte, ich könnte euch das jetzt hier zeigen, indem ich das links. Aber ich kann euch ja schon einmal aufmerksam machen. Also dieses Büschelmuster. Ich werde es euch jetzt noch mal zeigen, wie es von Namen aussieht. Das zeige ich euch auf jeden Fall in einem kleinen Video. Und wie das gestrickt wird, ich kann es also hier in dem Podcast nicht zeigen. Ich kann euch nur mal das Ergebnis zeigen. So sieht das Muster von vorne aus. Sieht doch klasse aus und vor allen Dingen ist auch so sehr dehnbar. So, und das ist die linke Seite. Auf der linken Seite wird immer nur rechts und links gestrickt. Also es ist im Grunde ein Rechts-Links-Muster. Und
Auf der linken Seite wird immer eins rechts, eins links gestrickt. Und auf der rechten Seite, da werden bei den rechten Maschen, werden also Büschelmaschen gestrickt. Also wie gesagt, ich werde euch ein kleines Video jetzt die Tage hochladen, sodass ihr in der Lage seid, dieses wirklich schöne, elastische Muster zu stricken, Büschelmuster. Ich lege das nochmal um. Wegen der Farben hatte ich dieses Tuch ja Vulcano genannt oder Lavastrom. Und ihr seht, ich bin also schon auch ein Stück weiter gekommen, aber mein Knotenloop, der hält mich ganz schön auf. Denn mittlerweile habe ich ja schon einige Meter da gestrickt und ja, meine Zeit ist auch begrenzt, denn ab und zu muss ich auch zur Ruhe kommen. So, ihr schaut mal, das sieht super aus. Also es ist aus einem Faden, also mit drei Fäden ist es gestrickt. Also in dem Video, wo ich, in dem Podcast, wo ich Werbung gemacht habe für die Firma, da habe ich auch genau angegeben, welches Garn es ist. Ich habe es also aus drei Fäden, einem Mohairfaden und zwei Sockengarnen. Und dadurch wird dieses Muster so richtig schön flauschig. Schaut mal, ich halte es euch jetzt mal so in die Kamera. Da könnt ihr sehen, wie der Mohairfaden ja, dieses Muster so schön aufbauscht. Ich hoffe, dass ich das Tuch jetzt im nächsten Podcast nächste Woche beendet habe, sodass ich euch dann genau zeigen kann, wie viele Maschen ihr aufschlagen müsst, wie ihr hier an der Seite zunehmt. Das kann ich also, das ist wie gesagt ein eigenes Muster. Das ist keine Anleitung aus irgendeinem Buch. So, und das soll es jetzt für heute sein. Und drückt mir die Daumen, dass ich meinen Podcast jetzt alleine hochladen kann und dass ich da nicht unbedingt auf Hilfe angewiesen bin. Aber wie gesagt, es wäre auch nicht schlimm. Mein Enkelkind macht das richtig gerne. So, jetzt grüße ich euch nochmal ganz herzlich. Ich wünsche euch für die nächste Woche alles Gute. Ich wünsche euch so schönes Wetter, wie das heute ist, wie es heute war. Mittlerweile ist ja Abend. Und vor allen Dingen wünsche ich euch Gesundheit. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir. Ich bin froh über jeden Kommentar. Und ich versuche auch, eure Kommentare zu beantworten. Seht mir nach, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Kommentar übersehe. Ja, das kommt halt manchmal so. Dann bin ich mit der Familie beschäftigt und dann sehe ich zwar, dass jemand etwas geschickt hat, aber vergesse das dann nachher auch. Und wenn das bei euch passiert, meldet euch ruhig. Ihr könnt gerne auch Kritik üben, da bin ich eigentlich ganz froh. Ihr könnt auch Wünsche äußern, vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne nochmal von mir gezeigt haben wollt. Und in diesem Sinne, eure Elisa, bis nächste Woche.